Herzlich willkommen bei Kaleris. Heute zeige ich euch, wie man eine Klangschale richtig andreht und anschlägt. Ganz einfach und kurz. Was du brauchst, eine Klangschale und ein Klöppel. Zum Andrehen braucht ihr einen Klöppel mit Leder oder aus Holz. Filz wird sehr, sehr schwer, weil die Reibung sehr gering ist. So, als erstes das Anschlagen. Die Handhaltung. Man nimmt die Klangschale auf der flachen Innenseite der Hand und lässt die Finger gerade abspreizen. Also nicht greifen, sondern gerade einfach auf die Hand legen. Weil wenn ihr sie greift, dann stoppt die hier schon die Vibration der Klangschale. So. Ich würde euch nicht empfehlen, den zu machen. Das sieht vielleicht fancy aus, aber das braucht es überhaupt nicht. Erstens ist es hier instabiler, vor allem fürs Andrehen nachher. Zweitens, wenn ihr es dann wieder breiter greift, dann stoppt ihr auch schon wieder hier die Vibration. Das heißt, auf die flache Hand legen und fertig. Als nächstes der Klöppel. Viele schlagen einfach so von der Seite an. Was nicht optimal ist, ist jetzt auch nicht tragisch. Aber wenn wir von der Seite anstoßen, startet die Vibration und die Frequenz und der Sound geht wieder zurück gegen den Klöppel und verfälscht. Das heißt, was wir eigentlich machen, wir wollen von einer von unten nach oben Bewegung anschlagen. Damit, wenn wir dann angeschlagen haben, der Klöppel nicht mehr hier im Weg ist. Das sieht dann so aus, von unten nach oben. Umso leichter, umso besser am Anfang. Denkt immer viel weniger Schwung, als ihr braucht. Und es ist weniger ein gegen die Klangschale, als wie ein nach oben vorbei. Im oben vorbei berührt ihr sie ganz leicht. Das ist der optimale Weg, eine Klangschale richtig anzuschlagen. Von innen kann man, braucht man aber definitiv nicht, sondern es geht eigentlich nur darum, dass der schöne, volle Klang entscheidet. Und das macht man mit dem einfachsten Weg von unten nach oben, ganz zärtlich. So, das war das Anschlagen schon. Übt es ein bisschen, probiert so leicht wie möglich anzuschlagen. Und anschlagen tut man immer ganz hier oben am Rand. Nicht hier unten, also ihr wollt nicht irgendwie hier dagegen, sondern wirklich nur mit der Spitze, diese Spitze ganz sanft berühren. So, das Andrehen. Das Andrehen braucht ein bisschen Übung. Wenn man es aber mal kann, auch echt einfach und wunderschön. Durch das Anschlagen kriegen wir das ganze Spektrum einer Klangschale. Normalerweise sind das 1,5 Oktaven. Und umso fester man anschlägt, umso mehr Obertöne kriegt man, also die höheren Frequenzbereich. Beim Andrehen dreht man den Grundton quasi an, der entsteht hier unten an der Klangschale. Das sieht dann so aus. Du nimmst den Klöppel relativ fest in der Hand, so dass es für dich angenehm ist, und drehst jetzt mit einer leicht schrägen Position, nicht ganz gerade, nicht ganz schräg, sondern so 45 Grad ungefähr, an der Klangschale entlang. Am Anfang braucht man ein bisschen mehr Speed und einen guten Druck, und dann, wenn der Ton kommt, kann man langsamer werden und dafür mehr Druck. So. Einige Sachen am Anfang. Am Anfang denkt ein bisschen zügiger, als ihr vielleicht machen würdet. Und immer auch hinschauen, was ihr macht. Weil wenn man nicht hinschaut und man kreist einfach, dann rutscht man immer oft einfach hier an der Kante ab. Das wollt ihr natürlich nicht, das heißt schön gucken, gleichmäßige Bewegungen und dann geht es echt schnell. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal von einer Klangschale. Wenn die sich nicht andrehen lässt, zeigt es eine etwas mindere Qualität. So,
Und was ihr auch nicht machen dürft, wenn ihr zu schnell andreht, wenn der Ton schon da ist, oder zu wenig Druck. Ich mache das mal, das hört ihr dann. So, jetzt ist der Ton schon da und jetzt mache ich mal schnell. Hört ihr dieses? Das ist quasi, weil der Klöppel an der Schale hin und her schlägt. Weil die Schale vibriert ja. Und dadurch, dass wir dann so schnell und ohne Druck machen, dodgt die ganz schnell aneinander. Das heißt, wenn der Ton da ist, langsamer und mehr Druck. Und dann, wenn ihr den Klöppel weg von der Klangschale bewegt, nicht einfach in der Drehung wegziehen, sondern ihr dreht und dann 90 Grad einfach wegziehen. Dann entsteht kein komischer Endton. So, jetzt ist der Ton da, jetzt langsam und mehr Druck. Und dann einfach weggehen. Ich hoffe, ihr könnt es gut hören. Und wenn ihr das habt, könnt ihr nochmal ganz leicht anschlagen. Somit habt ihr den Grundton und auch nochmal die Obertöne sehr schön aktiviert. So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich persönlich halte den Schlegel zum Andrehen so von oben und meistens dann so mit einem Finger. Das ist aber nur meine persönliche Art, wie ich ein gutes Gefühl im Klöppel habe. Das lässt mich hier einfach schöne, gleichmäßige Drehungen machen aus dem Handgelenk und bewege nicht meinen ganzen Arm oder habe nicht genug Druck. Das ist aber meine Präferenz. Schaut, was euch da am besten liegt. Ich greife so von oben und einfach drehen. So, ich hoffe, ich kann euch helfen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Probiert es gerne aus und wie gesagt, wenn ihr einmal es geschafft habt, die Klangschale zum Schwingen zu bringen durchs Reiben, dann wird es immer einfacher, es macht immer mehr Spaß. Und auch das kann schon die erste Meditation mit der Klangschale sein. Konzentriert euch, seid im Moment und probiert die Klangschale, den Klöppel und euch selbst zu fühlen. Bis bald!